Nicht erst seit Zeiten des Gebäudeenergiegesetzes und der Bundesförderung effiziente Gebäude stehen viele Immobilienbesitzer vor der Frage, wie geht's weiter mit meiner Heizung, wenn die mal den Zenit überschritten hat? Bleibe ich bei fossiler Verbrennung, Öl und Gas, wie wir es immer gemacht haben, oder stelle ich um auf Stromheizung, in diesem Fall dann Wärmepumpe? Und wir wollen im heutigen Video ein Tool vorstellen, was hier vielleicht ein bisschen Hilfestellung gibt, weil jeder seine individuellen Werte eingeben kann und dann wirklich sehen kann, wie entwickelt sich das Ganze, Anschaffungskosten, aber auch Betriebskosten, das rechnet ja alles mit rein. Wo stehe ich am Ende, was rechnet sich besser für mich? Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, abonniert gerne den Kanal. Nach dem Intro geht's los und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Ja, auf dieses Excel-Tool, was ich da erstellt habe, bin ich schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Inspiration hat mir gegeben der YouTube-Kanal Haustechnik Vosswinkel GmbH. Die haben in der letzten Woche ein Video gezeigt, da haben sie ihr Excel-Tool vorgestellt. Und ich fand das richtig gut, was die Jungs da vorgestellt haben. Ich hatte aber auch den Eindruck, man kann auch ein bisschen was optimieren an der Sache. Deshalb habe ich mich selber am Wochenende hingesetzt und habe so ein Excel-Tool entworfen. Das werde ich euch heute vorstellen. Sinn und Zweck ist es einfach, ihr kennt eure individuellen Eingaben machen und könnt dann sehen, was kommt am Ende dabei raus. Ich gebe hier keinen CO2-Preis vor, ich gebe hier keinen Gaspreis vor, ich gebe hier auch keine Wärmepumpenkosten vor. Ihr tragt die Werte selber ein und seht dann, was bei euren Werten am Ende rauskommt. Anschaffung und Betriebskosten, Wärmepumpe oder Gastherme oder Ölheizung, das könnt ihr euch ansehen und wir schauen uns das Tool jetzt mal an und ich stelle es euch vor und danach sprechen wir noch weiter drüber. Und hier haben wir also das Excel-Sheet, was ich erstellt habe. Und wenn ihr jetzt mit dem Handy, mit dem Smartphone guckt, vielleicht schaut euch das Video nochmal an auf dem Bildschirm oder auf dem Fernseher, weil die Zahlen sind recht klein, weil wir hier sehr viel untergebracht haben. Smartphone ist jetzt vielleicht nicht die beste Alternative. Ich will jetzt auch nicht zu viel drin rumzoomen, sondern ich möchte es einfach auf der Größe lassen. Und wir haben hier verschiedene Bereiche. Wir haben hier einmal den Eingabebereich, wo ihr eure individuellen Angaben macht. Dann haben wir hier unten die daraus resultierenden Betriebskosten, die Betriebsparameter, die Investitionskosten und die Fördersätze, die es dafür gibt. Das Ganze wird hier nochmal grafisch dargestellt. Wie ist die Entwicklung, Investition und Betriebskosten, Steigerung, wie sieht die Kurve aus? Und hier unten haben wir das Ganze nochmal in Zahlen ausgegeben bis zum Jahr 2040. Und hier unten ist noch ein erläuternder Text zu den Spalten und Zeilen hier oben, damit ihr ein bisschen versteht, was soll da genau eingetragen werden. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem Eingabebereich und hier geht es erstmal um die Förderung. Hier geht es darum, habt ihr eine alte Gastherme oder nicht. Also 30% Förderung seht ihr hier im Feld, sind immer fix. Die kriegt ja jeder und jetzt geht es noch um die Zusatzförderung. Da geht es hier einmal um den Geschwindigkeitsbonus. Um den zu bekommen, muss die Gastherme aber über 20 Jahre alt sein, sonst gibt es da nicht den Geschwindigkeitsbonus von 20%. Das Jahreseinkommen muss unter 40.000 Euro liegen, das habe ich unten nochmal genau beschrieben, worum es da geht. Dann gibt es nochmal 30% und das Kältemittel, wenn ein Kältemittel R290 verwendet wird, ich kann euch nur empfehlen, darauf zu achten und nichts anderes mehr zu kaufen. Oder es sich um eine Erd- oder Sohle-Wärmepumpe handelt, dann gibt es noch den Innovationsbonus dazu, das sind 5%. Und ich rechne das jetzt mal hoch. Wir haben für unsere Wärmepumpe eine Förderung von 40% bekommen. Und das kriege ich jetzt nur hin, wenn ich hier das Kältemittel noch dazu nehme und dann hier auf Ja wechsle. Und dann gehen wir hier unten von 30 auf 35%. Das sieht man hier. Hier kommt der Innovationsbonus 5% noch dazu. Und die Gesamtförderung in Prozent geht hoch auf 35. Wir haben 40% bekommen. Das müssen wir ein bisschen abgleichen. Dann haben wir hier den Jahresverbrauch in Kilowattstunden vom Gas. Dazu sei gleich noch mehr erwähnt, was da eingegeben wird. Wir hatten ja eigentlich 24.000. Ich gebe jetzt 21,5 ein. Dann der aktuelle Gaspreis in Cent ist bei uns nach der Mehrwertsteuer Aufschlag wieder und auch der höheren CO2-Bepreisung ist bei uns auf 9 Cent gestiegen, der günstigste Anbieter. Steigerung kosten Energie in Prozent, da sage ich immer so 3% kann man ruhig angeben. Das bezieht sich sowohl auf Gas als auch auf Strom, dass die gleichzeitig steigen und da sieht man noch keine großartige Veränderung hier. Die Wärmepumpe hat immer noch deutlich das Nachsehen orange gegen die Gastherme in blau.
Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben die Steigerung des CO2-Preises ab 2027. Bis 26 ist er ja fest, das haben wir hier unten auch eingetragen. Und ab 27 geht das Ganze ja in den ETF, in den europäischen Emissionstransformationshandel. Und ich sage, wir werden das, was viele Experten auch vorhersagen, die 300 Euro erreichen. Ich bin noch moderat, ich sage 12% Steigerung ab 2027 und das bedeutet, die 300 Euro werden erst im Jahr 2040 erreicht. Experten rechnen hier schon deutlich früher damit. Ihr könnt hier aber auch andere Werte eintragen, das bleibt euch natürlich überlassen. Dann haben wir den Sanierungsstand des Gebäudes. Das ist einfach dazu da, um eine Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe vorzugeben. Und da habe ich euch verschiedene Werte hier angegeben. Vor 1980 unsaniert, vor 1980 teilsaniert. Seit 1980 bauen wir ja nach Energieeinsparverordnungen. Deshalb habe ich den Wert genommen und habe dann eine gewisse Jahresarbeitszahl hinterlegt. Dann vor 1980 vollsaniert, da unterscheiden wir halt auch noch. Unsaniert zwischen 80 und 95, das ist das, was auf unser Haus zutrifft. Saniert zwischen 1980 und 95 und zwischen 95 und 2010 erbaut und nach 2010, das sind die Werte, die ihr hier eingeben könnt. Wenn ihr jetzt sagen würdet, unsaniert zwischen 80 und 95, dann würde sich die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe auf 3,5 erhöhen und wir sehen hier oben, die Linien kommen schon verdächtig nahe aneinander. Aber ich kann auch hier sagen, ich möchte eine individuelle Jahresarbeitszahl angeben. Dann sage ich hier unten individueller Wert, Zeile darunter. Und in der Zeile darunter kann man dann wirklich individuell sagen, welche Jahresarbeitszahl soll es sein. Wir hatten im letzten Jahr eine 3,8, die gebe ich hier ein. Und wir sehen schon, im Jahr 2040 treffen sich die Linien. Das wäre unser Amortisationszeitpunkt. Wenn wir nicht auch eine Photovoltaikanlage hätten, das können wir hier natürlich noch mit reinbringen. Und hier haben wir gestaffelt nach Jahresertrag 5000 Kilowattstunden, 5 bis 10, 10 bis 15, 15 bis 20. Über 20 ist dann der Bereich, das Excel-Sheet ist eher für Einfamilienhäuser gedacht und da gehen ja meist auch nicht mehr als 30 Kilowatt Peak drauf und halt keine PV. Und wir liegen eigentlich bei 10 bis 15.000 Kilowattstunden. Wegen unserer schlechten Wintererträge habe ich uns aber auf 5 bis 10.000 Kilowattstunden eingestuft und jetzt sehen wir mal, was alleine die Wärmepumpe hier bringt. Eine Beschleunigung der Amortisationszeit vom Jahr 2040 für uns auf das Jahr 2035. 5 Jahre machen wir quasi gut dadurch, dass wir die Photovoltaik haben. Ich habe hier mit Gestehungskosten von 10 Cent gerechnet. Ja, und dann kommt das Angebot Wärmepumpe in Euro. Da hatten wir eigentlich 31.500. Aber zum einen haben wir hier unten eine Sperre eingebaut in das Feld, maximale Fördersumme von 30.000 Euro, die ja für ein Einfamilienhaus einfach gesetzt ist. Und zum zweiten schaffe ich ja nicht hier die 40% aus den Fördersätzen, die es jetzt gibt. Man kann jetzt keine 40% Förderung mehr bekommen, deshalb hier 35%. Und dafür habe ich halt die Kosten der Wärmepumpe ein bisschen runtergesetzt und am Ende kommen wir auf 18.525 Euro Anschaffungspreis nach Förderung und das ist wirklich das, was wir auch bezahlt haben. Und daneben kommt dann Angebot Gastherme in Euro. Das wäre dann quasi, was würde eine Gastherme bei euch kosten? Ich habe die mit 10.000 Euro angesetzt. Es ist nicht nur der Tausch der Gastherme, sondern was kommt noch dazu? Wir haben einen neuen Trinkwasserspeicher, wir haben einen neuen Pufferspeicher, Ausdehnungsgefäße sind neu, wir haben einen neuen Heizkreisverteiler, wir haben die Funkraumsteuerung dazu, das hat es vorher alles nicht gegeben und deshalb wären wir auch nicht mit 5.000, 6.000 Euro für eine neue Gastherme hingekommen. Pumpen sind neu, das ist alles neu gemacht und deshalb 10.000 Euro, hier glaube ich schon ein wohlwollender Wert für eine neue Gastherme bei uns. Jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisfelder an. Wir haben hier einmal den Wärmebedarf jährlich in Kilowattstunden. Den errechne ich schlicht und ergreifend aus dem Wert Jahresverbrauch Kilowattstunden der Gastherme. Es handelt sich um eine ältere Gastherme in der Regel. Und das teile ich durch 1,15 und simuliere damit so ungefähr einen Wirkungsgrad von 0,85. Das ist, denke ich, realistisch. Wir hatten eher 0,8 bei unserer Gastherme. Heißt aber auch nie, dass die wirklich so optimal eingestellt ist, dass die Vorlauftemperatur so weit runtergebracht ist, wie möglich wäre. Deshalb nehme ich den Wert hier pauschal an, 1,15, und ermittle damit die Wärmeenergie aus der verbrauchten Kilowattstundenzahl an Gas. Bei uns waren die Werte 24.000 Kilowattstunden Gas im Durchschnitt. Jetzt sind wir im ersten Winter bei 18.500 Kilowattstunden gelandet. Dieser Winter ist ein bisschen kälter. Können wir vorstellen, dass wir jetzt auch bei 20.000 landen, aber auf keinen Fall bei 24.000. Dann kommen wir zum nächsten Feld, das ist der Strombedarf der Wärmepumpe in Kilowattstunden.
Und da habe ich dann einfach C24 genommen. Das ist, wie gesagt, die Wärmemenge durch I24. Das ist die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe. Und damit komme ich natürlich dann auf den Stromverbrauch der Wärmepumpe. Und dann kann ich noch die Energiekosten der Wärmepumpe jährlich ausrechnen. Das ist dann halt C25, der Strombedarf der Wärmepumpe, mal I26. Und das ist der Strompreis der Wärmepumpe. Den ermittle ich übrigens aus den beiden Faktoren Netzstromkosten und PV-Stromkosten. PV-Stromgestehungskosten 10 Cent, habe ich gesagt, mache ich fix. Und hier müssen wir natürlich noch unseren Strompreis eintragen. Den habe ich eben glatt übersehen. Der liegt bei uns im Schnitt bei 30 Cent jetzt, wo wir beim dynamischen Stromanbieter Tibber sind. Und dadurch verringert sich nochmal der Scheitelpunkt der Kurve hier, der Schnittpunkt. Und wir sind schon beim Jahr 2031 bis 2032. Und das mit den Werten, die wir hier haben. Anteil PV-Strom in Kilowattstunden 1082 haben wir. Wir haben ein bisschen mehr, wir sind so bei 1250. Aber in diesem Winter würde ich davon auch noch nicht ausgehen. Wir haben viel Schnee. Und wie gesagt, hier ermittle ich quasi den Strompreis der Wärmepumpe gemischt aus Gestehungskosten PV mit dem PV-Anteil plus Strombezugspreis mit dem Netzbezugsanteil. Und hier unten haben wir dann die Gesamtförderung der Photovoltaikanlage ermittelt aus den Werten, die wir hier hinten haben. Und dann kommt noch die Investitionskosten. Hier haben wir einmal die 18.525 Anschaffung Wärmepumpe minus Förderung. Dagegen die Anschaffung der Gastherme in Euro festgelegt. Und dann haben wir den Aufpreis für die Wärmepumpe. 8.525 Euro haben wir mehr bezahlt für die Wärmepumpe nach Förderung gegenüber der Gastherme. Und hier haben wir noch die maximale Fördersumme. Die haben wir natürlich auf 30.000 gedrosselt. In dem Fall, damit da nicht mehr bei rauskommt. Ja, und warum amortisiert sich unsere Wärmepumpe jetzt so früh? Ich habe ja im Jahresvideo damals ausgerechnet, mit PV-Anteil 17 Jahre, ohne PV-Anteil 24 Jahre. Naja, das ist relativ einfach. Zwei Faktoren sind dafür entscheidend. Und zwar zum einen habe ich hier jetzt die Steigerung des CO2-Preises drin. Ich habe damals gesagt, das rechne ich nicht mit rein, ich nehme die aktuellen Preise. Aber das wird natürlich kommen und zum anderen habe ich jetzt auch wirklich den günstigen Strompreis, den wir jetzt auch haben mit 30 Cent, gegen den günstigsten Gaspreis mit 9 Cent gestellt. Damals hatte ich nicht den günstigsten Strompreis, sondern das, was wir damals bis dahin erzielt haben. Jetzt liegen wir halt doch schon deutlich drunter und das sind halt die Werte, die ich eingegeben habe. Wir können jetzt mal die CO2-Bepreisung rausnehmen aus Spaß und gucken, wie sich das dann verhält. Und hier sehen wir, es ist gar nicht so ein großer Unterschied, weil, warum ist das so? Weil bis 2026, 2027 ist die CO2-Bepreisung eh fest und danach fängt sie erst langsam an zu steigen, wenn sie denn steigt. Und wenn sie nicht steigt, dann ist der Fall anders. Was sich natürlich ändert, ist am Ende hier die Differenz. Hier sind wir bei rund 10.000 Euro Mehrkosten für die Gastherme bis zum Jahr 2040. Und wenn ich die 12 wieder einsetze, dann erhöht sich das Ganze wieder auf gut 15.000 Euro. Das macht also den Unterschied der CO2-Bepreisung aus, wenn sie denn kommt und dann wirklich das Gas auch teurer macht. Und jetzt wollen wir uns mal ansehen, wie einige Faktoren sich auf die Wirtschaftlichkeit auswirken und werden an einigen Daten mal drehen. Aber alles in einem normalen Bereich, der jetzt zu erwarten ist. Das heißt, wir gehen hier auf 55% Förderung und lassen jetzt mal die 9 Cent Gaspreis stehen, die 3% Energiepreissteigerung, die 12% CO2-Preissteigerung bleibt drin. Die 3,8, die würde ich jetzt einfach mal auf eine 3,0 runtersetzen, um die Wärmepumpe auch nicht so gut zu rechnen. Und der Strompreis kann meiner Meinung nach bei 30 Cent stehen bleiben, weil das kriegt man auf jeden Fall für einen Wärmepumpentarif. Und der Photovoltaik-Jahresertrag, wir nehmen die PV mit rein und zwar mit 10.000 bis 15.000 Kilowattstunden. Das sind heute so standardmäßig PV-Anlagen, wie sie gebaut werden. Wir können dann immer noch mal gucken mit und ohne PV. Und der Preis für eine Wärmepumpe, den will ich jetzt mal mit 35.000 ansetzen. Und eine Gastherme lasse ich bei 10.000 Euro stehen. Und dann sind wir halt wirklich mit der Amortisation im Jahr 2033, 2034. Und jetzt will ich mal den Jahresverbrauch halbieren. Wie sieht es denn aus? Die Wärmepumpe lebt ja eigentlich davon, dass sie mit Betriebskosten ihre höheren Anschaffungskosten wieder rausholt. Jetzt gucken wir mal, wenn wir ihr den Betriebskostenhahn ein wenig abdrehen, wo wir dann landen. Und man sieht halt, das Ganze geht dann doch auf einige Jahre weiter raus. Und wir sind hier im Jahr 2037 gelandet. Wenn wir jetzt mal auf 6.000 Kilowattstunden Gasverbrauch gehen, ja, dann ist die Amortisation ziemlich weit hinten, aber immer noch vorhanden.
Ja, je energieeffizienter ein Gebäude ist, desto unwirtschaftlicher wird eigentlich die Wärmepumpe in dem Sinne, dass halt ihre Anschaffungskosten, die hohen, das Ganze nicht wieder decken können, die niedrigen Betriebskosten, mit denen das Ganze wieder reingeholt werden kann. Dafür ist der Energieverbrauch zu niedrig. Aber wir gehen jetzt mal wieder auf 20.000 standardmäßig zurück. Wir haben ja gesehen, was für einen Effekt das hat. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, die Photovoltaik mal rausnehmen und sagen, keine Photovoltaik, dann sehen wir halt auch, dass das ähnlich einen Effekt hat wie ein niedriger Energieverbrauch. Ist ja klar, auf der einen Seite kommt kein günstiger Strom für die Wärmepumpe rein, auf der anderen Seite kann sie keinen Strom großartig verbrauchen, der günstiger wäre dann als Gas. Von daher ergibt sich das natürlich nicht wirklich viel. Jetzt können wir nochmal sagen, wir nehmen die Photovoltaik wieder rein und sagen, die Gastherme kriegen wir aber super, super günstig gebaut. Dann sehen wir hier, auch hier geht das Ganze ziemlich weit nach hinten raus. Ist ja klar, alles, was wir den Fossilen gutschreiben, das verzögert natürlich die Amortisation auch nach hinten. Aber man sieht eigentlich auch, wir könnten jetzt alle Werte runterdrehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt mal auf 6.000 Kilowattstunden Gasverbrauch im letzten Jahr. Dann sagen wir, der Strompreis liegt sogar bei 35 Euro und wir haben keine PV. Und dann sehen wir halt, bei den Entwicklungen wird es halt übers Jahr 2040 hinaus dauern, bis die Wärmepumpe sich hier amortisiert. Also ganz wichtig, damit die Wärmepumpe auch irgendwo ein Plus erwirtschaften kann, müssen auch die Betriebsparameter definitiv stimmen. Jetzt gehen wir wieder auf das Szenario zurück, was ich einfach als relativ normal bezeichnen würde. Wir haben eine 10 bis 15 kW PV-Anlage, wir haben einen Strompreis von 30 Cent. Das ist alles, sind das Dinge, die man erreichen kann. Und 6.000, jetzt sagen wir mal wieder 20.000 Kilowattstunden, das ist in einem Bestandsgebäude relativ normal und da geht es ja auch oft drum. Und da sehen wir halt wirklich, im Jahr 2034 ist dieser Schnittpunkt, wo sich das dann überlagert. Und jetzt muss man natürlich, was wichtig ist, auch nochmal gucken, was wir in der Formel nicht drin haben. Was kostet es denn am Ende? Und da sind wir hier bei 50.000 bei der Wärmepumpe und bei 59.000 bei der Gastherme. Und die 9.000 Euro nach 16 Jahren, die muss man gegebenenfalls halt in Zinsen stecken, die halt die höhere Anschaffungskosten der Wärmepumpe bedingen. Die Zinsen werden relativ niedrig sein, weil die KfW da gute Kredite anbieten wird. Ich gehe mal von irgendwas um 1,5% aus, vielleicht wären es auch 2%, mehr glaube ich nicht mal unbedingt. Und das sind natürlich dann relativ niedrige Zinszahlungen, die man zu leisten hat, vor allen Dingen, weil der Zuschuss sofort rausgerechnet wird. Man muss also wirklich nur diesen überschaubaren Mehrpreis aufnehmen. In diesem Fall wären es jetzt 8.500 Euro, den wir hier aufgerufen haben. Und 8.500 Euro für 2%, da rede ich jetzt nicht von 5.000 Euro an Zinsen, die ich zahlen muss. Also das ist wirklich schon ein absolut überschaubarer Betrag, den wir da haben. Und auch bei den Opportunitätskosten, da wird ja oft gerechnet, ja, das Geld, die 8.500 lege ich dann über 20 Jahre an und mache so und so viel Rendite. Die Rechnung ist natürlich auch nicht ganz richtig, weil durch die Betriebskosten, die ich einspare, muss ich natürlich quasi die höheren Betriebskosten der günstigeren Investitionen, die Gastherme, muss ich monatlich oder jährlich aus meinem festgelegten Geld, mit dem ich dann quasi Rendite erzielen will, muss ich natürlich dann jedes Jahr, jeden Monat was rausnehmen. Und das wird halt dann immer weniger von Jahr zu Jahr. Und wenn die Kurven sich schneiden, dann ist das Depot bei Null. Und das heißt auch, ich kann längst nicht so viel an Zinsen reinholen mit 8.500 Euro, wenn ich sage, ich lege das für 20 Jahre an. Wenn aber die Amortisation nach 10 Jahren ist, dann muss ich halt sagen, nach 10 Jahren ist mein Depot bei Null. Und die zweiten 10 Jahre bringt es mir halt keine Rendite. Das wird ja auch oft vergessen bei den Opportunitätskosten. Deshalb, es ist eine schwierige Rechnung, sowohl mit Zinsen, sowohl mit Opportunitätskosten. Deshalb schaut euch an, was ihr für ein Plus machen könnt mit eure Investition in eine Wärmepumpe und dann müsst ihr halt gucken, wie hier, wenn ihr 8.000 Euro plus habt, dann gehe ich davon aus, dass auch beides, Opportunitätskosten und Zinskosten, in dem Fall das Ganze irgendwo wettmachen und ihr trotzdem am Ende noch ein Plus macht. Das ist also unsere Excel-Tabelle und die könnt ihr natürlich gerne runterladen. Der Link zur Excel-Tabelle auf unserer Homepage, der ist in der Videobeschreibung wie immer. Schaut euch die Tabelle mal an und probiert mal ein bisschen selber damit aus. Sie ist nicht geschützt, das heißt, ihr könnt auch Formeln anpassen, wenn ihr sagt, das passt für euch so nicht. Dann könnt ihr da ein bisschen rumspielen. Wenn ihr Fehler findet, teilt uns das gerne mit. Wenn ihr die Excel-Tabelle toll findet, da steckt auch ein bisschen Arbeitszeit drin,
dann gerne mal auch in die Videobeschreibung gucken. Da ist unser PayPal-Link, da dürft ihr uns gerne auch einen kleinen Obolus zukommen. Wenn ihr sagt, toll, das hat mir bei meiner Entscheidungsfindung einfach weitergeholfen, dann gerne auch mal eine kleine Spende an uns. Nehmen wir natürlich auch immer gerne an, machen wir sonst eigentlich eher selten Werbung für. Ja, wenn euch das Tool und das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst ja, das YouTuber-Gold. Abonniert auch gerne den Kanal. Wir sind jetzt bei über 75.000 und so langsam guckt man so am Horizont, ob die 100.000 da schon mal auftaucht. Aber das ist noch ein weiter Weg für uns. Aber trotzdem gerne ein Abo dalassen, dann können wir den Weg weiter beschreiten. Und ihr kriegt das einfach auch mit, wenn wir was Neues machen. Die Glocke ist auch gut, dann werdet ihr nämlich aktiv benachrichtigt. Bei Instagram läuft es auch gut, da haben wir auch über 2.000 Abonnenten. Aber gerne nehmen wir dich noch mit auf, wenn du Lust hast. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß mit dem Tool und tschüss, bis zum nächsten Mal.